Darüber auf jeden Fall. Diese Dinger, wo man den Dolch reinstecken kann, oder dieses Messer, das wir da haben. Oh nee, der hat mich entdeckt. Naja, was soll's. Ach nee, guck mal da. Ja, dann geh mal runter. Nicht drehen, runter. Ja, ist auch egal. Ah, voll in die Fresse, du Arsch! Voll in die Fresse. Die Framezahl hat sich übrigens noch nicht erholt. Es sind immer noch 13 Frames, aber mehr braucht das Spiel anscheinend nicht, denn es läuft ja an sich relativ flüssig. Oh, jetzt verliere ich ja aber gerade ein bisschen viel Leben, für meinen Geschmack. Ah! Wow, das war knapp! Ich nehme mal deine Waffe mit da. Wo habe ich denn bitte so viel Leben eben verloren? Krass. Und wo ist der nächste Brunnen? Okay. Ah, wir spielen ja auf normal. Da machen die Gegner ja mehr Schaden. Stimmt, da war ja was. Das Geräusch war eben cool, wenn man dann den Dingern da hochkommt. Gefällt mir. Das Geräusch gefällt mir echt. Jawohl, noch eine Bank zertreten. Standard mache ich alles zu Hause. Einfach, wenn ich keinen Bock mehr habe, die Wand hochrennen, eine Bank zertreten. Das ist bei mir so Standard. So. Das Spiel gibt dir relativ wenig Tipps, weil du kannst nicht immer die Weitwinkelkamera benutzen. Oh, hallo Kailina. Ich hol dich gerade mal ab. Bin gleich bei dir. Keine Sorge. Den mussten wir nicht folgen, keine Angst. Dem müssen wir über einen anderen Weg folgen, nämlich über diesen hier. So, Kailina, ich bin gleich bei dir, keine Sorge. Ich habe hier noch ein bisschen Spaß. Soll ich nächstes Mal an dieser... Ich werde nächstes Mal an dieser Stelle weiter erzählen. So, wir sind jetzt im Palast drinnen. Und werden dann auch schon bald wieder Kailina treffen. Oh. Dieser Palast. Oh, ihr seid neu. Ihr seid nicht neu. Ich glaube, ihr kamt schon im... Nee, ihr kamt noch nicht im zweiten Teil vor. Auch ihr seid neu. Ja, super. Okay. Das wird eine happige Gelegenheit, habe ich das Gefühl. Nein. Das ist knapp. Wer baut denn bitte solche krassen Fallen da bitte ein? Wer macht denn sowas? Schnell! Puh! Wow, das waren zwei, nicht gesehen. Oh, du... So. Was und drückt 4, ne? Ach, dann hau doch das Messer da mal rein. Das hier sind auch neue Schalter. So. Nein! Alter, ich verwechsel mir die Tasten. Er holt hier wenigstens mal eine neue Waffe. Zorn des Traios. Ja, ich möchte es tun, nur der Prinz will das nicht tun. So. Neue Schalter. Zack, zack und hört, schon sind wir... Der Prinz vernahm, als er an dem Ort vorüberging, wo ich gefangen war. Was vernahm er denn? Das Geräusch des Speicherbrunnens. Soll ich die Geschichte hier fortsetzen? Ja. Der Thronsaal. Eine gute Stelle, um nächstes Mal weiter zu erzählen. Jaja. Ich weiß. So, dann gucken wir mal, wie es hier weitergeht. Ah, ich glaube. War ja überhaupt nicht laut oder so.
Wir sind ganz unauffällig. Ja, der ist da oben echt nicht alarmiert. Wahnsinn. So, gucken wir uns hier mal ein bisschen um. Ah, ich finde das Setting hier wieder genial. Mit diesem Palast und allem. Ist richtig schön gemacht. Ich hab... Kann man die scheiß Musik da ausgehen jetzt? Das ist jetzt relativ scheiße vom Spiel. Auf jeden Fall hat hier gerade jemand gesprochen zu einem anderen und hat von einer Reise mit dem Maharaja, mit dem Maharaja, Mann, dieses Wort, mit dem hat er eine Reise unternommen zur Insel der Zeit, um dort die Sanduhr zu suchen, den Sand der Zeit. Und ja, er hat ihn tatsächlich gefunden. Was so viel bedeutet wie... Fuck. Kailina hatte recht. Mit dem, dass sie Rache über uns bringen wird. Ah! So präzise kann kein Bogenschütze sein, du Arsch! Ich töte dich! Oh, komm schon, Prinz. Wirklich? Halt's Maul. So. So. Jetzt geht's hier aber weiter. Wo eigentlich genau? Das Spiel läuft mit 11 FPS, also mit 11 Frames die Sekunde. Das ist Wahnsinn. Aber so ganz flüssig ist es nicht. Aber das ändert jetzt gar nichts, weil mein PC oder mein Laptop läuft schneller als je zuvor, weil ich habe mal die Prozesse von 150 auf 49 runtergeschraubt. Wurde mal Zeit. Ich war die ganze Zeit zu faul dafür, aber jetzt... Ach ja, guck mal da unten. Aber irgendwie will das Spiel nicht mit mehr laufen. So, du bist tot. Ich nehme euch aber trotzdem mal eure Waffe weg. Ich habe gesagt, ich nehme euch mal eure Waffe weg. Ich brauche die. So. Und dann geht's wo weiter? Hier nicht. Stimmt nicht. Na, guck mal da. Instinktiv zog der Prinz seine Waffe und stürmte los, um mich zu retten. So, als hätte er aus der Vergangenheit nichts gelernt. Hat er auch nicht. Doch vielleicht hatte er die Lektion nur vergessen. Denn Wut und Angst machten ihn blind. Wie immer. Das ist die wahre Geschichte. So fand ich den Tod. Jetzt hat er mehr... Jetzt haben wir mehr FPS und das Ding läuft nicht flüssiger. Der Visier? Ihr müsst der Prinz von Persien sein. Endlich zu Hause. Doch zu spät, fürchte ich. Ich glaube, ich habe hier etwas von euch. Oh nein! Kailina!
die Herrscherin der Zeit. Getötet durch den Dolch der Zeit. Was ist da los? Warum leckt das gerade so übelst? Vergib mir meine Taten, wo immer du bist. Ihr habt die Macht erworben, wiederzukehren. Ab jetzt können wir die Zeit zurückspulen, denn wir haben den Dolch der Zeit. Mal wieder in unseren Händen. Wir haben im ersten Teil die Zeit komplett auf Anfang zurückgespult. Das heißt, der Visier ist doch tot. Moment, jetzt müsste sich das Spiel eigentlich selbst widersprechen. Der Visier ist tot. Den haben wir im ersten Teil umgebracht. Aber da wir den Sand der Zeit im zweiten Teil zerstört haben, gab es dieses Zurückspulen auch nie. So gesehen ist der erste Teil komplett nichtig und ist so gesehen nie passiert in allen anderen Augen. Sondern nur der Prinz hat diesen ersten Teil miterlebt. Oh, das tat weh. Und jetzt haben wir da so eine Kette und da ist der Sand reingegangen in unsere Wunden. Was das zu bedeuten hat, werden wir noch sehen. Aber es wird geil. Das kann ich euch sagen. Und ja, mit dem Dolch der Zeit wird jetzt wieder in alt gewohnter Manier alles gefegt. Glaube ich mal. Schnell, mein Prinz. Oh. Schnell, mein Prinz, trifft's hier ganz gut. Schnell, mein Prinz. Fängt ja gut an. Jedes Mal, wenn ihr wiederkehrt, verliert ihr einen Sandbehälter. Ja, das weiß ich. Ich spiele das Spiel ja nicht zum ersten Mal. Ah, ja, guck mal da. Und rüber da. Und hau das Ding da rein. Und rüber da. Weitwinkel, oh, Vorhang. Schön. Was? Gott, ich habe den Vorhang eben gar nicht gesehen. Weil die Kamera sich einfach so zwischendrin geändert hat. Super. So, jetzt erstmal abspeichern. Ihr seht, unser Leben ist gerade mal zur Hälfte gefüllt. Das ändert sich natürlich noch. Danke, Kailina, dass du uns die Geschichte so schön erzählst. Aber ich weiß gar nicht mehr, ob ich alle Lebensbrunnen weiß. Wo die überall sind. Ich glaube, ich habe in dem Spiel einmal alle gefunden. Einmal. Und das ist schon ein paar Jährchen her. Ach ja, meine alten Freunde. Irgendwie sehen die Fallen hier viel asozialer aus. Oder kommt mir das nur so vor? Zeit verlangsamen können wir noch nicht. Das erlernen wir erst später. Wie wir das erlernen, sehen wir dann noch. So. Ich glaube, das war scheiße. Weil hier so ziemlich alles einbricht. Prinz, spring da dran. Danke. Musste ich jetzt darüber? Ja, Gott sei Dank. Und dann musste ich darüber? Nee.
Okay. Ach, ich muss da an die Wand oder so. Oh, Prinz, nein! Was macht er da? Die Steuerung ist mit dem Analogstick irgendwie dümmer als sonst. Aber wir müssen da weiter hinten ran. Das Problem ist, ich habe meine, ich habe die Kamera nicht belegt, weil ich das nicht kann. Mein Gamepad hat zwar zwei Analogsticks, aber, und ein Digital-Ding und so weiter und so fort, ein Steuerkreuz, aber, irgendwie ist der linke Analogstick mit dem Steuerkreuz verbunden. Das heißt, und der rechte Analogstick ist mit den, Tasten 1 bis 4 verbunden. Was war das denn? Nein, Prinz, was? Alter, was macht er? Ja, finde deinen Sandbehälter um die Zeit und bla 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 und wunderbar. So. So, da müssen wir wieder runter. Erstmal keine Gegner hier. Das hat eben sehr nach Tod ausgesehen. Und in jedem anderen Prince of Persia Spiel wäre es auch der Tod des Prinzen gewesen. Aber mich kotzt gerade die Framerate echt ein bisschen an, also. Soll ich die Geschichte hier? Ja. Eine gute Stelle, um nächstes Mal weiter zu erzählen. So, ich werde aber auch gleich aufhören. Ja. Ein bisschen geht noch, aber gleich hören wir dann auf. Ach ja, komm schon. Natürlich. Man kann es auch mit den Fallen wieder übertreiben, ne? Aber das ist wieder ein pures Gerücht, was ich hier wieder aufstelle, ne? Dass man mit den Fallen übertreiben kann. Ne, hier geht's leider nicht weiter. Hätte ja sein können, dass da so ein geheimer Brunnen ist. Aber die kommen, glaube ich, so früh am Anfang noch gar nicht. Kommen erst relativ spät. Hüppa! So, das hier sind jetzt alle Sandmonster. Also müssten sie uns theoretisch Sand der Zeit hinterlassen. Bitte, Prinz, mach keine Scheiße. Nee, stimmt gar nicht. Der Sand der Zeit ist hier überall verstreut. Für jeden Sand der Zeit gibt es 10 Sandkredite. Sandkredite sind, die Artworks, die wir in Teil 2 freischalten konnten. Mit Sandkrediten können wir uns neue Sachen kaufen. Ah. Dann eben so. Dieser Prinz, ne? Das ist ein Erbsenzähler. Ah! Was soll das denn? Alter, bei mehr Frames laggt das ohne Ende. Das ist Wahnsinn. Erneut versuchen. Sand der Zeit. Für uns einfach mal mehr Sand der Zeit. Sand der Zeit. Zurzeit können wir 3 Behälter tragen. Auch das ändert sich noch, natürlich. Und es ändert sich hier schneller als im zweiten Teil. Im zweiten Teil hatten wir ja etlich lange nur diese 3 Sandbehälter, die uns dann... Und dann mussten wir 5000 Mal den Sand der Zeit benutzen, weil wir einfach da schon mit dem Zeitzurückspulen handeln konnten. Was hier ja nicht so ist. Mit dem Zeitverlangsamen. Es war ein bisschen unüberlegt von Ubisoft, 3 Sandbehälter zu benutzen für... Ja, zweimal dann die Zeit zu verlangsamen und dann beim dritten Mal die Zeit zurückzuspulen. Wenn du den Sand der Zeit halt nicht hast, hast du halt verloren. Hätte man so wie hier machen können, dass ich so gut wie in jeder Vase oder in jedem Gegenstand oder auch nicht Sandkredite, Sand der Zeit befindet.
Ihr habt 10 Sandkredite gesammelt. Yay. Die sind extra an solchen Truhen nochmal gedönst. Du bist schon vorbereitet. So. Das ging schnell. Das sind doch keine Sandmonster. Sind nicht alle vom Sand der Zeit befallen. Wieder einmal wurde das Rad des Verderbens durch meine Hand in Gang gesetzt. Schlimm mit dir. Ich holte Kailina von der Insel der Zeit und änderte den Lauf der Geschichte. Ohne den Sand der Zeit hätte ich den Visier nie getötet. Ja. Doch er ist zurück. Dasselbe grausame Verlangen treibt ihn. Ich gelobte, dass mir kein Leid geschehen würde. Ja, da hat der Prinz ein bisschen unüberlegt gehandelt. Aber wer denkt denn auch da dran? Er vernichtet den Dahaka. Er besiegt den Dahaka so gesehen, ja. Und verändert das Schicksal. Aber denkt er nicht dran, dass eigentlich der erste Teil nie existiert hat, weil der Sand der Zeit nie erschaffen wurde. Das ist eigentlich Wahnsinn. Es ist verdammt gut durchdacht, aber da muss man auch erstmal drauf kommen, glaube ich. Ich werde tiefer in den Palast hineingezogen. Fort von meinem Feind. Und wie immer, wir müssen jetzt diesmal wieder den Visier töten. Mein Arm, was ist geschehen? Was hat mir der Visier angetan? Ich kann... Jetzt wird's lustig. Der Kreis begann sich zu schließen. Der Prinz hatte seinen ärgsten Feind zum Leben erweckt. Schlimmer, er hatte mich ihm versehentlich ausgeliefert und Verderben über Babylon gebracht. Aber damit nicht genug. Der Prinz wäre beinahe selbst durch den Sand verwandelt worden. Doch auch wenn er den Tod entrinnen konnte, er blieb nicht ganz unversehrt. Wach auf, Prinz. Wach auf. Wach auf. Dein Arm glüht, Prinz. Der Weg hinter dir ist versperrt, also musst du ein anderes Schlupfloch aus diesen Schächten finden. Beide Dinge.